Viele Mieter, aber auch Hauseigentümer kämpfen mit Kondensbildung in den Fensterleibungen und auch starken Wasseransammlungen auf dem Fensterbrett. Des Weiteren ist es auch nicht untypisch bei Altbauten, dass in Bereichen, wo starkes Mauerwerk verwendet wurde, unter den Fenstern sich dünneres Mauerwerk befindet, welches ebenfalls zur Kondensansammlung neigt, weil hier im Vergleich zu dem dickeren Mauerwerk auf beiden Seiten eine Wärmebrücke vorhanden ist und es deutlich kälter wird. Das Wasser läuft bis nach unten. Man sieht es hier auf den Fliesen ziemlich deutlich. Und an der Wand bilden sich auch Kondenstropfen. Das Fensterbrett ist gerade nach dem Duschen extrem feucht. Aber auch in normalen Räumen, die nicht Feuchträume sind, finden wir nicht nur am Fenster selber, sondern vielmehr hier in den Ecken die Feuchtigkeit. Dafür gibt es zwei Gründe. Zuerst einmal erzeugt jeder Mensch Feuchtigkeit. Die kondensiert er von seiner Hautoberfläche aus. Das passiert auch im Schlaf und das in sehr großen Mengen. Deshalb sollte regelmäßig gelüftet werden. Ja, die Feuchtigkeit eigentlich in 99% der Fälle von innen kommt. In vielen Fällen ist der Mensch dafür verantwortlich. Der sorgt immer für eine Grundsubstanz an Feuchtigkeit. Es kann natürlich auch durch das Mauerwerk Feuchtigkeit transportiert werden. Darauf möchte ich jetzt gar nicht näher eingehen. Die Feuchtigkeit ist im Raum und die Feuchtigkeit muss raus. Ja, jetzt sucht sich die Feuchtigkeit den kältesten Punkt, um in ihrer gelösten Form in der Luft irgendwo zu kondensieren und wieder zu flüssigem Wasser zu kommen. An den Stellen, an denen wir Wärmebrücken haben, da wo die Bausubstanz quasi die meiste Kälte von draußen reinlässt, da kondensiert es. Und ich will jetzt nicht sagen, dass wir hier mit Baumängeln arbeiten. Das ist zwar Bauphysik und das ist zwar Grundlegendes, aber das passiert halt. Wenn man eine Fensteröffnung einbaut, hat man um das Fensterturm herum nur einen ganz kleinen Übergang an Mauerwerk und der lässt natürlich sehr viel Kälte rein. Im folgenden Video möchte ich jetzt zeigen, wie man die Kältebrücken und die Kondensstellen bekämpft. Das dünne Mauerwerk zum Fenster kann man mit Gasbetonsteinen oder meinetwegen auch Porotonsteinen ausfüllen. Das reicht auch vollkommen aus, weil das ist jetzt zwar eine bessere Wärmedämmung als das restliche alte Mauerwerk hier rechter Hand aus, ja, wie man hier sieht, massiven normalen Ziegel. Und deshalb braucht man da jetzt auch keine Mivo oder sowas reinzustopfen, sei denn man möchte diese Nische erhalten. Aber wie das hier geschehen ist mit den Gasbetonsteinen, ist das durchaus eine Option, die wärmedämmend ist und trotzdem nochmal die Wand atmen lässt. Das heißt, wenn Feuchtigkeit kondensiert, kann die trotzdem noch nach draußen gehen. Der Heizkörper steht jetzt vielleicht ein bisschen mehr in den Raum rein, aber an der Stelle ist diese Kältebrücke durch dieses schmale Mauerwerk, was hier vorher unter dem Fenster war, beseitigt. Die Heizwärme geht nicht direkt nach draußen, sondern hat viel mehr Chance, sich im Raum zu verteilen. Und wie das hier einmal vorgesehen ist, wird unterhalb des Fensters der Bereich der Dämmung auch vergrößert, um die Kältebrücke zu verringern. Weil hier haben wir ja das Problem, hier haben wir vielleicht ein bisschen, in dem Fall ist es noch Bauschaum, ein altes Fenster. Heutzutage hat man Quellband da oder man legt Hanf rein oder andere Dinge. Und man hat dann hier vielleicht so 2-3 cm Dämmung und dann geht es hier rum. 5, 6, 7, 8 cm durchs Mauerwerk, man ist gleich draußen und man hat letztendlich eine Kältebrücke, die man ja eigentlich in dem Fall hier bis da mit 4 Ziegellagen, das ist natürlich schon eine gewisse Wärmedämmung, aber hier um die Ecke rum ist natürlich dann die Kältebrücke vorhanden, weil, wie man das schon gesehen hat, hier kondensiert dann immer die Feuchtigkeit. Und gerade im unteren Bereich entgegnet man dem wohl, indem man hier eine Dämmung reinsetzt, eine zusätzliche. Auch wenn das jetzt recht einfach gehalten ist, es wird auf jeden Fall seinen Zweck erfüllen, wenn es dann nachher ordentlich dicht ausgeschäumt ist. Oder wenn man das halt das Ganze mit anderen Fasermaterialien wie Hanf etc. ordentlich verfüllt. Wenn das hier im unteren Bereich quasi vom Fensteranschluss bis hier auf die Fläche ordentlich gedämmt ist, das Ganze, dann muss man sich auch nicht scheuen, hier eine Marmorplatte oder eine andere Steinplatte als Fensterbank aufzusetzen. Im Äußeren sieht das Ganze so aus.
Das heißt, die Styroporelemente sind ja schon vorgeschnitten und werden dann von unten und oben und seitlich eingeschäumt und erreichen dann hier gerade in dem Bereich, wo man nur 2, 3, 4 cm hat, eine sehr ideale Wärmedämmung. Davor wird dann wohl wieder eine Ziegelmauer hochgemauert und die Außenfensterbank wieder angesetzt. Perfektionieren könnte man das Ganze wahrscheinlich noch, indem man auch die seitlichen Wangen, die Innenleibungen dämmt und vielleicht auch im oberen Bereich was macht. Und so sieht das Ganze nach dem Aufbringen der letzten Schicht Porenbeton und dem Einbringen des hier verwendeten Bauschaums aus, bevor man die Fensterbank setzen kann. Und im Eckbereich hat man auch darauf geachtet, hier einfach ein bisschen mehr Schaum einzubringen, ein bisschen tiefer und intensiver zu dämmen, dass wirklich der gesamte Unterbereich als Kältebrücke gemindert wird. Im oberen Bereich hat man mir gesagt, man hat bewusst darauf verzichtet, weil es nur die Kondensbildung hier im unteren Bereich, im unteren Rand des Fensters und insbesondere an der Fensterbank gegeben hat. Was ich noch bemerken möchte ist, dass hier das Fenster oder vielmehr gesagt die Zarge durch einen Kreppklebestreifen vor Verunreinigung durch den Bauschaum geschützt wurde. Darauf sollte man auf keinen Fall verzichten. Im Außenbereich sieht das Ergebnis wie folgt aus. Hier kann man jetzt noch eine Ziegelebene aufmauern und seine Fensterbank anbringen. Oder alternativ einen Sockel mit Beton gießen. Wenn zum Schluss alles verputzt ist, so geht es ans Tapezieren und Malern. Sollte man aber im Vorfeld starke Probleme gehabt haben mit Schimmel, so ist doch davon abzuraten, einfach mit den normalen organischen Materialien wie Tapetenkleister, Tapete und Farbe fortzusetzen, sondern einfach viel eher auf Mittel auf Kalkbasis zurückzugreifen. Diese hemmen den Schimmel. Da findet er keinen organischen Nährboden. Außerdem hat Kalk einen hohen pH-Wert und verhindert somit jegliches Schimmelwachstum. Das heißt, es fördert den Schimmel nicht, weil es nicht den passenden pH-Wert zur Verfügung stellt. Und zweitens sind im Kalk auch keine Nährstoffe drin, von denen sich der Schimmel ernähren kann. Folglich wird er in einer gekalkten Wand oder einer kalkbeputzten Wand mit einem Weißkalkanstrich auch keinen Boden finden, in denen er seine Wurzeln, sein Myzel ausbreiten kann.